Heute sah ich eine vierteilige Serie des Nutzers TVRYB. Das ist ein US-Amerikaner. Der hat ein Dokument gefunden von BP, und zwar ist das die Anmeldung der Bohrung im Mississippi Canyon Block 252. Das stammt aus dem Februar 2009. Es geht hierbei um die Bohrerlaubnis bzw. die öffentliche Darstellung des Bohrvorhabens in dieser Region. Der Nutzer TVRYB hatte eine vierteilige Serie daraus gemacht, nur das Papier betreffend. Ich habe noch etwas anderes vor. Ich werde mich hier reduzieren auf die Koordinaten. Das ist nämlich äußerst interessant. Es geht hier also um die öffentliche Darstellung zunächst mal des Bohrprojekts. Und es geht hier um zwei Bohrungen. Es ist tatsächlich so, dass zwei Bohrungen stattgefunden haben, beginnend mit April 2009. Das hatte auch der Elektroingenieur und Kronzeuge, Herr Williams, gesagt, der vier Wochen lang am Stück auf dieser Deepwater Horizon Plattform gewesen ist, in der Schicht war, als der Unfall passierte, wo das Feuer ausbrach und anschließend die Plattform gesunken ist. Also er ist wirklich derjenige, der eine ganze Menge dazu sagen kann, und er redete eben davon, dass kurz zuvor, nachdem die Bohrung B, ich betone B, abgeschlossen war, eine hochrangige Delegation von BP-Managern auf die Deepwater Horizon gekommen sind, um der Bohrmannschaft einen Glückwunsch auszusprechen für die Abteufung der beiden Bohrungen. Das hatte der Mann schon im April gesagt, der beiden Bohrungen. Und zwar ist die A-Bohrung im April 2009 beginnend wesentlich tiefer gewesen als die B-Bohrung, da wo dann schließlich das Unglück geschah. Aus diesem Pamphlet, aus diesem Dokument geht eben auch ganz deutlich hervor, es handelt sich um zwei Bohrungen. Wir sehen hier also einen grünen und einen roten Hinweis mit einer Angabe, hier nochmal ein bisschen größer dargestellt, und zwar MC für Mississippi Canyon Block 252A und das gleiche eben mit B. Vergessen wir mal die ersten vier Zahlen. Konzentrieren wir uns auf die Bohrung A 803. Konzentrieren wir uns auf die Bohrung B 514. Und dann werden wir sehen, dass eben dieses Pamphlet ganz klar gekennzeichnet ist als Bohrung für Öl. Es gibt ja noch zahlreiche andere Möglichkeiten, irgendetwas zu erbohren. Und es sind Erkundungsbohrungen. Exploring, ja, also Erkundung. Und es ist eine semi-submersible Plattform. Also es ist keine Plattform, die irgendwo auf dem Meeresgrund steht, in welcher Form auch immer. Da gibt es mehrere Typen. Das ist also tatsächlich hier die Deepwater Horizon betreffend. Das war ja eine Plattform, die eine Art Schwimmkörper, zwei Schwimmkörper unter sich trug und dann mit Stahlseilen am Grund des Meeres befestigt war. So, und hier haben wir jetzt eben die Well Location A, die Bohrungslokation A, mit den Koordinaten, also die X-Achse ist immer die Ost-West-Ausrichtung. Die X-Achse in einem Diagramm beschreibt immer die Waagerechte. Und die Y-Achse beschreibt die Nord-Süd-Ausrichtung. Aber hier in dem Falle wird von Ost und Nord geredet. Also X gleich Ost, Nord gleich Y. Hier ist ebenfalls die Well-Location B gekennzeichnet. Und hier wieder die 514. Vergessen wir die ersten vier Zahlen. Das ist eine Abmessung in Feet. Und ein Feet ist ungefähr 30 cm. Wir sehen hier auf den Unterwasseraufnahmen die Positionsangaben. Und hier haben wir Ost, vergessen wir nochmal die ersten vier, 782. Also er befindet sich ziemlich nah an der A-Bohrung. Dieser Unterwasserroboter befindet sich in der Nähe der A-Bohrung, weil dort steht 782. Das ist also unweit der 803. In der Nord-Süd-Ausrichtung sind die ungefähr in einer Richtung. Hier auch nochmal 828, die ersten vier Zahlen vergessen wir. Und das ist eben sehr nahe der 803. Und hier nochmal die Ostausrichtung.
Ne? Also die ersten vier Zahlen weg und da steht dann 848. Das ist alles die A-Bohrung. Das ist die tiefe Bohrung, die, wenn ich mich richtig entsinne, an die 10 Kilometer tief war. Und hier haben wir die 782. Ja, das ist auch sehr nahe. Und hier haben wir, wenn ich das richtig erkenne, 397. Das ist aber sehr nahe an der 514. Der scheint ein bisschen weiter entfernt zu sein. So, und hier haben wir genau 512. Wir vernachlässigen nochmal die ersten vier Zahlen. 512. Ostausrichtung. Also es handelt sich hier um zwei Ausflüsse. Wissenschaftler haben festgestellt, dass eben in der großen Tiefe des Golfes von Mexiko sich unterschiedliche Wasserschichten mit unterschiedlichen Salzgehalten befinden und diese eben eine ganz andere Auswirkung auf das auslaufende Öl bewirken. Das Öl verhält sich eben nicht so, wie man es erwarten sollte wahrscheinlich. Sie haben hier dargestellt mit Alkohol, was viel leichter ist als Wasser, das ja nun aufsteigen müsste, in einem Bassin mit unterschiedlichen Salzgehalten und so weiter, haben sie eben die Verhältnisse im Golf von Mexiko dargestellt und wir können hier erkennen, dass eben das Öl nicht aufsteigt, sondern sich in einer gewissen Schicht aufhält, auch ohne irgendwelche chemischen Zusätze, schon allein deswegen, dass physikalischen Eigenschaften dort ganz anders, ein ganz anderes Verhalten provozieren, als normalerweise anzunehmen wäre. Ja, das heißt natürlich nichts Gutes, nicht? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Ölleck weiterhin fördert, dann werden wir vermutlich nicht unbedingt wissen, ob es dort auch an die Oberfläche tritt. Beziehungsweise, ich habe gehört, dass es nun 2% sein sollen, die nach oben driften. Gehen wir nur davon aus, dass es 20% sind, dann wären ja immer noch 4/5, die unterseeisch bewegt werden. Wohin auch immer. Vermutlich nach Europa in die Richtung. Mit phosphorisierenden Flüssigkeiten kann man eben den ganzen Fluss darstellen und das hat man ja auch gemacht, wie man hier sieht. Ja, das Grüne, das ist die phosphorisierende Flüssigkeit und die ist jetzt gleich noch besser dargestellt. Das hat sich da oben angesammelt und die ganze Zeit entweicht eben schon diese phosphorisierende Flüssigkeit heraus, um darzustellen, wie es dann per Satellit von oben aus dann sichtbar wird. Das ist ein sehr großes Areal, das kann jetzt hier schlecht dargestellt werden, wie viele Quadratkilometer es sind. Es sind viele, sehr viele. Und hier haben wir wieder den Fall, dass bei der A-Plattform sind und hier schwappt immer noch Öl vorbei und es ist der 30.07.2010, das sieht man ganz unten rechts. Ja? Hier ist immer noch Öl, was von unten ausströmt, das sieht man. Ich bin der Auffassung, dass wir, also nach all dem, was mir jetzt hier bekannt ist, dass wir also massivst belogen wurden. Es gibt nicht einen Ausfluss, es gibt zwei, also Matt Simmons hat tatsächlich recht. Matt Simmons hat auch recht, was einen Ölsee angeht, das haben wir jetzt eben gesehen bei den Wissenschaftlern, die das darstellen konnten im Laborversuch. Vermutlich wird auch noch Korrexit unten eingespritzt, ja, damit sich das Ganze dann noch entsprechend verhält, so wie man es gerne hätte. Nein, es ist eben nicht der Ölausfluss gestoppt. Davon muss ich ausgehen. Ja, ich möchte mich nochmal bei Alex bedanken für die Übersetzungsarbeiten und für die Hinweise und bei dem US-amerikanischen Nutzer TVRYB, der diese vierteilige Serie gemacht hat. Ihr könnt in der Videobeschreibung könnt ihr sehen, die Adresse dieser vierteiligen Serie, die er da gemacht hat. Ich wünsche euch noch alles Gute. Okay.